So Freunde, nächstes Top-Partien-Video. Das heißt, bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr eure Coins vielleicht verdoppeln oder sogar verdreifachen wollt. Top-Partien sind jede Woche ein sehr, sehr einfaches Investment. Dementsprechend gibt es dieses Format auf dem YouTube-Kanal. Ihr habt letztes Mal gezeigt, dass ihr dieses Format feiert. Ihr habt, glaube ich, 400 Likes oder sowas rausgehauen. Das ist geisteskrank. Wenn ihr das Format weiterhin sehen wollt, dann könnt ihr jetzt schon mal ein Like bei diesem Video dalassen. Wir können ja versuchen, wieder die so 200 Likes zu schaffen. Das wäre auf jeden Fall schon sehr, sehr stark. Vor allen Dingen stehen wir auch kurz vor den 11k. Das heißt, ihr könnt auch gerne schon mal ein Follow dalassen, um zukünftig keine Trading-Tipps und FIFA 23 Videos allgemein zu verpassen. Könnt auch gerne hier unten mal die Social-Media-Kanäle abchecken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dort auch ein Follow da lasst, weil ich auf jedem Social-Media-Kanal anderen Content bringe. Das heißt, dann verpasst ihr für gar nichts mehr. Plus, wir haben auch einen Trading-Discord, falls ihr da noch nicht drauf seid. Der ist kostenlos. Einfach in der Bio reinjoinen, Regelwerk akzeptieren und ihr könnt alle Trading-Tipps sehen. Jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit den Top-Partien dieser Woche. Und als allererstes haben wir diese Woche ein Derby. Ja, St. Pauli, HSV. Ne, ich bin der Content-Creator beim HSV. Dementsprechend fällt mir das natürlich direkt ins Auge, dass das höchstwahrscheinlich eine Top-Partie sein wird. Wie ihr alle wisst, donnerstags kommen immer die Top-Partien von dem darauffolgenden Wochenende und das sind dann entweder wirklich die Top-Spiele der Liga, beziehungsweise auch Derbys und ja, HSV St. Pauli ist auf jeden Fall, denke ich mal, dann safe vertreten. Auch wenn man jetzt sagen muss, dass St. Pauli in dieser Saison bisher noch nicht so gut reingestartet ist mit Platz 11, HSV, ja, Platz 1, weiter so. HSV Platz 1, ne, weiter so. Und dementsprechend können wir uns da mal ein paar Investments anschauen. Und wenn ich mir da mal so die Hamburger Jungs angucke, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Also bei den Top-Partien ist es ja so, dass es insgesamt dann 4 SBCs geben wird und dort mit verschiedenen Anforderungen. Manchmal ist es so, dass man nur Spieler aus der Liga braucht. Manchmal braucht man auch Nationen oder sowas. Und bei einer Top-Partie ist es dann meistens so, dass man einen Spieler pro Verein braucht. Und das sind dann meistens die Top-Partien, wo die Spieler richtig durch die Decke schießen. Wäre jetzt zum Beispiel letzte Woche bei Dortmund-Bayern Dortmund-Spieler und Bayern-Spieler gebraucht worden. Dadurch, dass es wenig Bayern-Spieler im Low-Rated-Bereich gibt, wären die Bayern-Spieler wahrscheinlich sehr hoch geschossen. Dementsprechend sollten wir uns natürlich darauf fokussieren, diese Top-Partien rauszusuchen, aber auch andere Top-Partien können alleine im Hype steigen und diesen Hype wollen wir uns zugute machen, deswegen kommt dieses Video auch immer schon sehr, sehr früh. Jetzt seht ihr es am Samstag, wahrscheinlich wird es immer Samstag oder Sonntag kommen und dann seid ihr auf jeden Fall rechtzeitig dran und dann kann man fast alle Spieler, die ich euch hier zu den Preisen nenne, einpacken und dann Donnerstag, bevor die Top-Partien überhaupt rauskommen, im Hype verkaufen. Das bedeutet dieses im Hype verkaufen, weil Leute dann denken, oh ja, HSV St. Pauli könnte ja eine Top-Partie sein, bedenken aber vielleicht gar nicht, dass es vielleicht nicht unbedingt die SBC ist, wo ein Spieler pro Verein gebraucht wird und dementsprechend investieren sie trotzdem und im Hype steigen solche Karten. Bei HSV ist es jetzt ganz gut, dass hier die Silberkarten eigentlich alle beim Abschlusspreis liegen. Ich würde mich jetzt wahrscheinlich auf seltene Silberspieler hier fokussieren und die kann man dann zum Abschlusspreis einpacken, sei es zum Beispiel ein Königsdörfer für 300 Coins, auch ein Jonas Meffert für 300, 350 würde ich nicht bezahlen, weil wir im Hype verkaufen, aber wenn der Hype vielleicht nicht entstehen sollte, dann wäre es natürlich ärgerlich, wenn der die ganze Zeit bei 350 bleibt oder vielleicht sogar fällt und wir Minus machen. Dementsprechend würde ich sagen, dass ihr nicht mehr als 300 Münzen für die seltenen Silberspieler bezahlen solltet und dann könnt ihr die eigentlich direkt auch schon UV draufstellen. Wird wahrscheinlich 500 bis 600 Coins machen. Wenn die da weggehen, habt ihr eure Coins schon verdoppelt und wenn sie dann bis Donnerstag Nachmittag nicht weggehen, kann man sie dann plus minus null verkaufen. Gleiches gilt, würde ich sagen, auch für die St. Pauli-Spieler. Ich denke, wie gesagt, dass HSV St. Pauli nicht die Partie sein wird, wo man einen St. Pauli oder HSV-Spieler braucht. Dementsprechend würde ich hier auch silberne, seltene Spieler für maximal 300 Münzen einpacken. Und genau wie bei den HSV-Spielern dann für 500 bis 600 Münzen anbieten. Die nächste Top-Partie ist schon ein bisschen interessanter. Real Madrid-Barcelona habt ihr wahrscheinlich auch auf dem Thumbnail gesehen. Also hier bin ich mir wirklich auch zu 99,9% sicher, dass das eine Top-Partie sein wird, ne? El Clasico. Und hier könnte ich mir dann auch gut vorstellen, dass das die Top-Partie sein wird, wo man einen Barca- und Real Madrid-Spieler braucht, wenn ihr eh nicht reinkackt. Weil Barcelona-Real Madrid ist erstens so oder so eine Top-Partie und dann noch El Clasico. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man hier wirklich einen Real Madrid- und Barcelona-Spieler braucht. Deswegen wird das jetzt das interessanteste Investment. Weil das eben auch ein Investment sein könnte, dass sich lohnt, länger als 19 Uhr zu halten. Also generell würde ich euch, wie gesagt, empfehlen, immer im Hype zu verkaufen, weil es kann halt immer alles anders kommen. Letzte Woche hätte ich, wie gesagt, auch gesagt, Bayern-Dortmund ist Safety-Partie, wo man einen Bayern- und Dortmund-Spieler braucht. Am Ende des Tages war es dann Arsenal gegen Liverpool. Dementsprechend wären wahrscheinlich Bayern-Spieler noch krasser gestiegen, wenn sie gebraucht worden wären. Aber da man dann nur einen Bayern- oder Dortmund-Spieler brauchte, sind die Bayern-Spieler wieder krass gefallen. Und dafür wollen wir uns natürlich bewahren. Und dementsprechend kann man jetzt hier aber, denke ich mal, die Non-Rare-Barca-Spieler versuchen für unter 500 Münzen, am besten immer so abends. Ich meine, jetzt ist auch Wochenende, abends kommen Promo-Packs und so. Der Markt ist sowieso ein bisschen down am Wochenende. Und ich glaube, wenn man die für 400 Münzen bekommt, ist man auf the safest way, weil die bestimmt mindestens auf 600, 700 Coins im Hype steigen werden. Und ich würde sie auch hier dann direkt schon UV anbieten. Wenn ihr sie für 400 bekommt, für 700, 800 mindestens draufstellen, könntet auch 900 bis 1000 Münzen machen und dann versuchen, über die Woche schon die UV wegzubekommen und spätestens vor den Top-Partien zu verkaufen.
verkaufen. Selbes gilt für Realspieler. Realspieler sind in der Vergangenheit, also in den letzten FIFA-Jahren, auch immer krass gestiegen, weil ihr seht, hier sind auch nicht so viele Low-Rated-Karten, die günstig sind, aber dementsprechend sind die noch umso interessanter. Ich würde hier aber auch maximal 400, vielleicht sogar noch 500 Münzen bezahlen und die dann halt auch im Hype verkaufen für dieselben Preise wie die Barca-Spieler. Nächste Top-Partie, Liverpool-Man City. Ja, hier ist ein bisschen schwierig. Das ist natürlich eine Top-Partie, aber Liverpool war jetzt ja, wie gesagt, gerade schon gegen Arsenal. Dementsprechend kann es auch sein, dass sie Man City Liverpool nicht mit reinnehmen. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass Liverpool nochmal die Top-Partie wird, wo man einen Spieler pro Verein braucht. Das heißt, man könnte jetzt hier versuchen, mit dem Hype zu gehen. Und ich wollte gerade sagen, sich als Beispiel diese Goldspieler einpacken, aber da habe ich gerade gesehen, ja, die sind schon richtig hoch wegen den Top-Partien halt jetzt gerade. Da seht ihr mal die Auswirkungen, die eine Top-Partie haben können. Das kann ich euch ja als Beispiel mal bei Curtis Jones zeigen. Ich hatte in meinem letzten Top-Partie-Video auch tatsächlich Liverpool und Arsenal-Spieler drin. Und wenn man sich hier mal den Verlauf anguckt, also der war am Dienstag, am 4. Oktober bei 575 Coins und dann Donnerstag, wo die Top-Partien gekommen sind, direkt gestiegen auf 900 und ist aktuell bei 1400 Münzen. Also das wäre wirklich ein Coins-Verdreifacher, fast Vervierfacher gewesen. Das ist natürlich geisteskrank. Und dementsprechend, wenn das bei den Barca und Real Madrid-Spielern passiert, wäre natürlich sehr sexy, wie ich eben meinte. Ja, trotzdem würde ich immer im Hype verkaufen. Man kann halt, wie gesagt, nie wissen, welche SBC jetzt die Top-Partie wird. Aber dementsprechend, ich würde mich, glaube ich, von Liverpool-Spielern einfach fernhalten. Man City fast schon dasselbe. Also hier sind zwar drei Goldkarten für Abschlusspreis, weil sie rare sind, ne? Deswegen ist es nicht 400 oder 350 Münzen, sondern 650. Ja, da hat man eigentlich null Risiko, wenn man die sich einpackt. Aber da ich, wie gesagt, nicht so der Fan von der Top-Partie Liverpool-Man City bin, wie vielleicht manche denken könnten, dass sie kommt. Ich denke nicht, dass sie kommt, weil Liverpool jetzt gerade schon drin war. Also ja, ihr könntet hier versuchen, mit dem Hype auch ein bisschen Coins zu machen, dass die vielleicht auf 1000 Coins steigen. Aber sehe ich eher als unwahrscheinlich an und dann für 300 Coins pro Karte irgendwie die alle einzupacken. Weiß ich nicht, ob sich das so lohnt, Freunde. Letzte Top-Partie, die ich dann noch auf dem Schirm habe, die höchstwahrscheinlich auch mit reinkommen wird, weil erster gegen zweiter Platz, PSG, Marseille. Auch hier denke ich, wie gesagt, das ist ein ziemlich klares Ding. PSG, Marseille waren beide noch nicht in den Top-Partien. Dementsprechend kann es sehr, sehr gut sein, dass die auch mit reinkommen. Bleibe aber, wie gesagt, dabei, dass Barca Real die Top-Partie sein wird. Ist ja aber auch egal. Wir wollen ja im Hype verkaufen. Das heißt, wir können hier auch wieder Coins machen und könnten uns ganz easy ein paar PSG-Spieler auch für Abschlusspreis, also unter 400 Coins, einpacken und dann im Hype sogar für 700, 800 Münzen wahrscheinlich verkaufen. Müsst ihr mal gucken. Wenn die höher steigen, könnt ihr sie natürlich auch höher anbieten. Aber wenn ihr sie UV für 700 bis 800 anbietet und die weggehen, dann ist ja schon good to go. Also habt ihr eure Coins verdoppelt. Was will man mehr? Egal welches Budget, wenn ihr aus 100k 200 macht, schmeckt. Wenn ihr aus 500k eine Mille macht, schmeckt. Dementsprechend stellt ihr einfach schon mal UV drauf, so wie ich gerade meinte. Bezahlt nicht zu viel und dann seid ihr hier auch good to go. Selbes gilt bei den Marseille-Spielern. Hier gibt es zwar mehr Auswahl, aber nichtsdestotrotz ist das ziemlich no risk, wenn ihr die hier für Abschlusspreis einpackt. PSG lohnt sich vielleicht bei der Top-Partie ein bisschen mehr, da den Hype mitzunehmen, weil es hier halt, wie gesagt, mehr Auswahl gibt. Aber ihr macht halt auch nichts falsch, wenn ihr es hier auch probiert, einfach ein paar non-rare Marseille-Spieler in den Verein zu packen und die dann IV schon mal so für 600, 700 Münzen anzubieten und dann damit ein paar Coins im Laufe der Woche zu machen. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Woche schon wieder mit den Top-Partien-Investments. Ich denke, wir werden bestimmt 3 von 4 Top-Partien treffen. Wenn wir sogar Real Madrid, Barcelona als die Top-Partie treffen, dann wäre das sehr, sehr saftig fürs Video. Aber ich bleibe dabei, der sicherste Weg ist es, alle Spieler im Hype zu verkaufen. Nur bei Barca Real könnte es sich vielleicht lohnen, die noch länger zu behalten, weil sie dann nochmal mehr steigen, wenn die Top-Partien wirklich so kommen, wie wir es predicted haben und man eben einen Barca und Real Madrid-Spieler braucht. Seid euch dessen bewusst, ist am Ende des Tages eure Entscheidung, was ihr damit macht. Man kann auch die Hälfte der Barca Real-Spieler zum Beispiel im Hype verkaufen, die andere Hälfte behalten. Und hat man da so einen kleinen Ausgleich, dass man mit der einen Hälfte halt Gewinn macht und die andere Hälfte, selbst wenn es nicht kommt, dann sich das Ganze ausgleichen, man auf jeden Fall zumindest keinen Verlust macht. Das wäre noch eine Möglichkeit, die man gehen kann. Ansonsten könnt ihr gerne auch mal kommentieren, welche Top-Partie ich vielleicht vergessen habe. Allgemein auch ein paar Kommentare für den Algorithmus dalassen. Sendet es gerne euren Freunden und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Dahin, haut rein und ciao.